Die Ukraine wird Mitglied der NATO sein. Die politische Grundsatzentscheidung ist in Bukarest gefallen. Ich habe hier noch einmal betont, dass es nicht so sein kann, dass andere Länder, die weder der NATO angehören noch die Ukraine sind, diese Fragen diskutieren, sondern es ist eine Frage zwischen der Ukraine und den NATO-Mitgliedstaaten. Kanzlerin Merkel hat das beim NATO-Gipfel 2008 gesagt. Die französische Nachrichtenagentur AFP hat diese Konferenz übertragen. 12 Jahre danach ist die Ukraine immer noch kein Mitglied des Militärbündnisses. Stattdessen hat Russland 2013 völkerrechtswidrig die Krim annektiert. Im Ostteil des Landes herrscht seitdem Krieg und in den vergangenen Wochen wurden Zehntausende russische Truppen an die Grenze bewegt. Der ukrainische Präsident Zelensky fordert, dass sein Land endlich in die NATO aufgenommen wird, um Russland etwas entgegenzusetzen. Einige Mitgliedstaaten zögern jedoch, aus Angst in den Konflikt hineingezogen zu werden. Wir fragen uns deshalb, sollte die Ukraine Teil der NATO werden? Ich bin Johannes Schmidt, heute ist der 29. April, hallo. Zurück zum Thema. Der ukrainische Präsident Zelensky ist vor etwa 2 Jahren damit angetreten, den Krieg im eigenen Land zu beenden. Dabei hat er von Anfang an eine pro-westliche Haltung vertreten. Seine harte Linie gegenüber Russland kommt in der russischen Führung nicht gut an. Die erneute Eskalation in dem Konflikt zeigt das. Gleichzeitig ist jede neue russische Aggression auch ein Test, wie die westlichen Partner der Ukraine reagieren. Etwa die Hälfte der ukrainischen Bevölkerung möchte, dass ihr Land Teil der NATO wird. Eine Umfrage der Wochenzeitung Kiew Post von 2019 hat das ergeben. Doch die aktuellen Konflikte machen Verhandlungen darüber schwierig. Die russische Führung behauptet, dass die Aufnahme der Ukraine in die NATO für das eigene Land eine Bedrohung sei. Susan Stewart forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik zu den Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland. Für sie ist das Argument der Bedrohung durch die NATO nur vorgeschoben. Also ich glaube, dass es Leute gibt in Russland, die tatsächlich glauben, dass es diese Bedrohung gibt. Ich sehe sie allerdings nicht. Was ich sehe, ist, dass in Europa die Verteidigungsfähigkeit und die Anzahl der Truppen, der Waffen und so weiter über Jahre nach 1991 immer wieder zurückgegangen ist. Und erst wo Russland wirklich gezeigt hat, dass es bereit ist, militärische Gewalt anzuwenden in der Nachbarschaft, erst dann kam ein Umdenken bei der NATO und erst dann kam eine größere Truppenpräsenz der NATO im Osten. Also das ist eher als eine Reaktion auf Russland und nicht umgekehrt. Wie Russland reagiert, wenn die Ukraine der NATO beitreten würde, ist nicht vorhersehbar. Es ist denkbar, dass danach die Aggressionen zunehmen. Auch innenpolitisch muss Putin sich immer wieder beweisen, er will die NATO-Osterweiterung auf keinen Fall hinnehmen. Mariana Fakhurdinova vom Think Tank New Europe Center in Kiew denkt nicht, dass dadurch der Konflikt weiter eskaliert. Sie glaubt, dass der Beitritt der Ukraine zur NATO langfristig eine positive Wirkung für die Stabilität des Landes hätte. We in our center and in Ukraine are trying to see the situation from the different angle, whether non-joinment of Ukraine to NATO will provoke Russia even more. So we believe that if NATO stop supporting Ukraine or would not state that Ukraine one day will become a NATO member, this could actually provoke Russia even more, as they will see that, okay, no one will support and protect Ukraine and Georgia and other post-Soviet states. Therefore, we can keep and continue to increase our influence on that state and maybe to continue the conflict even more. Therefore, of course, we believe that Ukraine's joining NATO, or at least the, as close as possible Ukraine's cooperation with NATO, could actually help Ukraine to become more resilient and to implement reforms even more and to make our army even stronger. And actually, one of the main reasons why Ukrainian politicians and experts also would like Ukraine to become a NATO member because of the NATO treaty, which states that the collective defense
is the main actual asset of the alliance, because as one country is attacked, the others will help in different possible ways. Therefore, of course, Ukraine would like to continue cooperation to make it more closer, deeper, and one day to become the NATO member. Aus Sicht der Politikwissenschaftlerin Mariana Fakurdinova wäre es schlecht, wenn sich die NATO von der Ukraine distanzieren würde. Russland würde dadurch vermutlich bestärkt werden. Wenn die Ukraine dem Verteidigungsbündnis beitritt, könnte das eine abschreckende Wirkung haben. In der Vergangenheit hat Russland auch hingenommen, dass zum Beispiel Polen oder die baltischen Staaten der NATO beigetreten sind. Allerdings wollen Mitgliedsländer wie die USA vorerst nicht, dass die Ukraine Teil des Bündnisses wird. Zuerst müsse vor Ort Frieden herrschen. Auch die Politologin Susan Stewart findet das aktuell unrealistisch. Ich sehe sie nicht. Also erstens gibt es ja keine Bereitschaft dazu im Bündnis selbst. Und zweitens, in der Ukraine ist noch viel zu tun. Es geht ja nicht nur darum, dass man eben diese militärischen Fähigkeiten zeigt und demonstriert, sondern es geht auch um andere Reformen im demokratischen Bereich, im Bereich der Rechtsstaatlichkeit. Und da hat die Ukraine massive Probleme. Und dann ist es auch noch die Frage, ob ein Land in die NATO aufgenommen werden kann, wenn es da einen offenen Konflikt im Land gibt, was ja bei der Ukraine der Fall ist. Von daher denke ich, wenn überhaupt eine Mitgliedschaft, dann erst in einer langfristigen Perspektive. Dass die Ukraine der NATO beitritt, ist durch die instabile Situation aktuell wohl ausgeschlossen. Die Bündnispartner wollen nicht riskieren, in einen Krieg hineingezogen zu werden. Der ukrainische Präsident Zelensky fordert trotzdem auch weiterhin, die NATO solle mit einem sogenannten Membership Action Plan den nächsten Schritt dafür ermöglichen. 2018 hat die Ukraine das Ziel der Mitgliedschaft sogar in die Verfassung geschrieben. Das soll zeigen, wie ernst es das Land damit meint. Ohne den politischen Willen des Westens wird der Konflikt aber wohl die nächsten Jahre weitergehen. Alleine kann die Ukraine die Auseinandersetzung nicht beenden. Die russische Führung hat hingegen wohl ein Interesse an einer längeren Auseinandersetzung, denn eine NATO-Erweiterung lässt sich dadurch weiter hinauszögern. Das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Toni Mese, Sarah-Marie Plekat und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Leonhard Eckwart und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sag für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.